Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 14.08.2018. Ja, unser DAX hatte zum Freitag schon einen Ausbruch vollzogen, nach unten aus der ersten Flagge. Zum Montag stand nun im Fokus, ob unser DAX eben auch den Bruch der großen Flagge hinbekommt, ja, und sich hier weiter im Trend hangeln kann. Zumindest nach unten ist ihm das etwas gelungen. Der Ausbruch mehr oder weniger konnte sich somit fortsetzen, auch wenn das ziemlich lahm aussah. Also es war jetzt nicht sonderlich spektakulär, was unser DAX da abgeliefert hat. Vielleicht, ich brauche es Ihnen nicht zeigen, ne? Sie kennen das Tagesschart. Dort hatten wir eben das Ziel bei 3,35, 300. Dort hatte er durchaus das Potenzial, sich zu stabilisieren, und das hat er auch genutzt. Also er hat hier auf diesem Short-Trigger, den wir so eingezeichnet hatten, wir hatten ja gesagt, wenn der DAX hier per Stundenschluss drunter geht, dann also wirklich mit einem kräftigen Gap und mit richtig Druck reinkommt, dann kann da auch direkt 270 kommen. Im Grunde ist er sogar noch aktiv, ne? Sehen Sie das, wie er sich hier also auch drum gewunden hat, nicht eine einzigste Stunde darüber zu bleiben, hat sich jetzt auch immer stärker hier dran gelegt. Das sieht ein bisschen danach aus, wie als ist er noch auf der Route hier, auf der unteren, und guckt zum Dienstag nochmal runter. Das heißt, ich würde zum Dienstag durchaus damit rechnen, dass unser DAX hier ein bisschen unten buddeln geht, nochmal ein neues Tief sich holt. Das ist einfach auch in Trendrichtung aktuell noch so drin. Wichtig ist aber, sollte man im Hinterkopf behalten, das Abwärtsgap kam jetzt hier allein durch Bayer, und die es hier ordentlich nach unten gezogen hat. Ich meine, die Banken haben nur auch ein bisschen mitgewirkt, aber es war ein sehr punktuelles Abschlagen. Letztendlich ist es aber dennoch so, dass wir hier den DAX analysieren und auch den DAX. Nur den DAX. Ja, mir geht es hier nicht um die Einzelwerte. Die können sich unabhängig davon bewegen, steigen oder fallen. Wichtig ist, wir setzen aufs Ganze. Ja, und das gibt Muster. Muster, die uns eben gesagt haben, dass eben hier ein Ausbruchsniveau ist, 5,70, was nach unten folgen kann. Muster, die uns sagen, dass bei 3,35 eben deine Tagesschart-Zielzone liegt, an der ein Markt durchaus auch mal ein bisschen knabbern kann. Das hat man nun gesehen. Man hat gesehen, dass Käufe reinkamen, man hat aber auch gesehen, dass die direkt auf dem Niveau weggedrückt wurden. Ja, also hier sind Marktteilnehmer, haben hier Short-Positionen aufgefahren oder sogar Longs abgebaut auf dem Niveau. Ja, und da reden wir von großen Marktteilnehmern, die auch das Zeug dazu haben, jemanden oder den Markt etwas zu bewegen, hier mit ihren Orders was auszulösen. Ja, da rede ich nicht von uns Privatanlegern, die, wenn sie was reinlegen, dann einen feuchten Pups mehr oder weniger generieren. Also das juckt den DAX ja nicht. Da bewegt sich kein Kurs, wenn man irgendwo reingeht. Ne? Das erzeugt erst ein gewisses Volumen, was dahinter stehen muss, damit hier wirklich tatsächlich auch Bewegung aufkommt. Auch wenn unser DAX natürlich einer der Indizes ist, wo das die wenigste Volumen eigentlich auch mit drin ist und der sich am leichtesten manipulieren lässt. Aber das macht es ja eben schön, die Charttechnik da eben hingehend zu analysieren, wenn man sowas natürlich auch ein bisschen mit sieht, wenn hier jemand versucht, sein Unwesen zu treiben. Weil er natürlich auch Spuren hinterlässt. Ja, darauf beruht ja die Charttechnik im Grunde, sowas eben auszulesen. Also, kommen wir zurück. Grundsätzlich unser DAX jetzt hier tatsächlich noch die Möglichkeit, abwärts ein bisschen was runterzuwühlen, kann 270 werden. Auf der Basis hier würde ich sogar mal eine 220, 227 mit in den Raum werfen. Auch die ist zum Dienstag nun erreichbar. Und dann würde ich ehrlich gesagt schon wieder mit einer Erholung rechnen, und zwar mit einer deutlicheren. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der DAX zum Tagesschluss hier wieder relativ dicht drankommt. Und nicht nach unten raus eskaliert. Ansonsten müsste man sagen, und da würde ich den Short Trigger jetzt einfach mal versetzen, unter 220, unter 200, das ist hier gemachtes Ding. Ja, es ist schnell erreichbar, da muss er dann sogar aufpassen, dass er hier nicht bis 800 durchrödelt oder 12.000. Bei 12.000 liegen auch, ne, wir haben ja Freitag Option, Verfall an der Eurex für die Option. 12.000 liegen noch ein paar größere Puts, aber auch auf 350 liegen etliche Puts, ja, die man natürlich nun bis Freitag nicht unbedingt ins Geld laufen lassen wird. Ja, auf der anderen Seite haben wir oben bei 500, 12.500 und dann relativ viele Calls, die nach oben immer mehr werden. Also wir haben grundsätzlich eher mehr Calls als Puts. Die Marktteilnehmer, die Optionen gekauft haben an der Eurex, sind somit eher mehr nach oben abgesichert als nach unten.
Ja, und da muss immer so ein kleiner Aha-Effekt eingehen, weil da kann es durchaus mal passieren, dass man auch so eine größere Put mal ein bisschen ins Geld laufen lässt, weil man an den Calls eben genug verdient, die ja alle aus dem Geld dann rausfliegen. Ja, aber gut, das ist erst für Freitag relevant. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Dienstag. Der hat eben wichtige Punkte 2,70, 2,20. Könnt mir sehr gut einen Vormittagstief nochmal vorstellen, dass er einfach nochmal hier zu früh per Gap Vormittag unten irgendwo nochmal reinsticht und dann nochmal nach oben kommt. Ja, wir haben auch noch einen Short hier offen, den wir aus dem Ausbruch mitgenommen haben. Eigentlich denke ich schon, dass wir versuchen werden, den zum Dienstag früh aufzulösen. Je nachdem, wie viel Bewegung reinkommt. Aber ich erkläre auch gleich noch, warum ich den dann schon erstmal wieder einstampfen werde. Auf der Oberseite bleibt es auch dabei. Wir haben natürlich interessante Rücklaufniveaus. Diese interessanten Rücklaufniveaus waren 4,70, 4,50, die 4,23. 4,23 finde ich nun nicht mehr so attraktiv. Würde ich persönlich auch nicht handeln wollen, aber 4,90, 500 ist ganz attraktiv und dann oben 5,75 bis 600 ist ganz attraktiv. Ne, das ist hier so dieses Pullback-Niveau dann an die Kante ran. Das sind zwei schöne Short-Marken. Wenn der Markt sich gut erholt da hoch, dann würde ich da durchaus mal was versuchen. Und damit können wir das auch so stehen lassen. Das sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Wie gesagt, Seitwärtsmuster zeigt, hier sind auch Marktteilnehmer, die weitere Tiefs sehen. Das wäre zum Dienstag nun auch nicht unüblich. Deswegen erstmal hier nach unten noch Risiko drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den DAX aber über den Mittag fängt. Da ist der Pfeil schon fast zu weit, ne? Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass man über den Mittag den DAX fängt. Halt, jetzt wird's Quatsch hier. Also, nochmal so und dann reden wir nochmal über was anderes, über was Großes im Tagesschau. Da kamen jetzt ein paar Fragen und da würde ich mal eingehen, weil das natürlich auch mich bewegt, was da gefragt wurde. Also vielen Dank auch für die ganzen Kommentare, die wertschätzenden Kommentare unter die Videos. Ich habe das alles gelesen, zur Kenntnis genommen. Ja, Dankeschön dafür. Es war auch eine Frage oder mehrere Fragen, glaube ich, sogar über die letzten Tage in Bezug auf die Tagesschau-Situation. Ich würde den 2-Stunden-Chart so jetzt zumachen. Die Marken sind klar, ja. Wir haben hier zwei größere Rücklaufbereiche, die für Short interessant sind. Geht der DAX über 3, ja, sagen wir mal 3,80, 3,85 zum Dienstag, wäre ich eher für Erholung motiviert. Kann mir gut vorstellen, dass der Markt vielleicht sogar beide Zonen abholt. Favorisieren würde ich aber, dass er noch ein Tief sticht. Wie gesagt, Sie gucken 8 Uhr, das kennen Sie aus den letzten Analysen, Sie gucken dann 8 Uhr rein, wo der Markt am ehesten steht und dann gucken Sie nach den Bereichen hier eben. Gut, alles klar. Gucken wir noch schnell in den Tageschart. Hier wurde jetzt eine Frage gestellt. Was passiert denn, wenn der DAX hier unten den Trend bricht? Beziehungsweise gehe ich denn davon aus, dass hier überhaupt auch was im größeren Stil mal ein bisschen schief gehen kann? Wir schauen jetzt hier mal drauf. Wir haben gesagt 8,50. Hier unter großer Gegenwehr haben wir die Verkaufszone reingesetzt. Ja, entgegen vieler, die sich hier beschwert hatten und gesagt haben, dass das völlig okay sei. Die Verkaufszone hier wieder reaktiviert, weil der Markt eben durchaus das Potenzial hatte, hier bis 35 reinzusetzen. Das hat er jetzt ausgereizt. Das ist jetzt vom Tisch. Das ist jetzt erstmal vom Tisch, das heißt, die Reaktion der Zone, die ist durch. Wir haben auch unseren Short nun hier zu 3,40 glattgestellt. Na, den Short, den wir im Premium-Dienst hier zu 12.800 in dem Bereich geladen hatten, den haben wir jetzt zu 12.340 glattgestellt am Früh gleich. Wir haben auch im FTSE-Teilgewinne mitgenommen und ja, haben sozusagen jetzt hier den Short ein bisschen ausgedünnt. Die Frage, die jetzt kamen und die jetzt auch, was denke ich mal, so ein bisschen durch die Menge kursiert, wie geht es denn nun weiter mit unserem DAX? Was passiert denn, wenn er nach unten jetzt hier ein bisschen rausrutscht? Klar, unser DAX bricht große Trends, unser DAX verliert auch immer weiter Abstand zum Allzeithochs. Manche Indizes sehen sogar noch schlimmer aus als der DAX. Die Amerikaner hingegen total, ja, schon wieder auf, naja, ich will nicht sagen Allzeithochniveau, aber. Wenn ich mir den Nasdaq angucke, der steht noch relativ gut im Futter. Der Dow hingegen drückt sich jetzt auch gut nach unten. Also ich sehe schon nach unten noch genug Risiko. Wir haben es auch angesprochen, 12.1.12. Ja, 12.1.12
wäre hier tatsächlich das nächste Ziel auf der Unterseite und dann sind wir schon bei 11.800 bis 11.500. Ne, die Jungs und Mädels, die mit im Dienst drin sind, die kennen das aus dem Fazit. Dort stand nämlich drin, nach der Reaktion hier unten wäre jetzt ein Rücklauf so an dem Bereich 6.50 möglich und von dort sollte sich dann der DAX entscheiden, ob er jetzt Richtung 13.600 oder eben 11.800 bis 11.500 rutscht. Na, diese Entscheidung wurde verzogen, wurde hier auf die 8.50 ausverlagert, anders als geplant. Wir hatten ja auch die Verkaufszone erstmal rausgenommen und erst dann wieder reingesetzt, als er tatsächlich hier reagiert hatte. Ja, und deswegen werden wir auch das Fazit jetzt im Dienst noch anpassen, denn das ist diese Reaktion von der 6.50, die ist halt einfach 200 Punkte später. Das ist auf die Distanz halt dann hier ein bisschen unschöneres Rauschen, aber ist erstmal egal. Und von hier aus hat der Markt durchaus Potenzial, auch 11.800 bis 11.500 in Angriff zu nehmen. Ich würde sogar eher sagen, 11.600 wäre jetzt ein angemessenes Ziel, was der DAX hier unten noch erreichen kann. Ja? Das heißt, wir sind unterhalb vom Tageschart, unter dem Bollinger Band. Wir haben auch jetzt den zweiten Tag in Folge unterhalb des Bollinger Bands geschlossen und signalisieren somit eine Übertreibung. Eine mögliche Übertreibung, die kann der Markt nun auch fortsetzen. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal den Pfeil hier, jetzt mache ich es ganz kaputt, 3,34 lacht der, kriege ich schon wieder rein. 3,34, ziehen wir das mal ein bisschen rüber und dann setzen wir mal jetzt neue Pfeile. Also, ich setze erstmal, dann sprechen wir kurz. Also, ich würde durchaus davon ausgehen, dass sich unser DAX die nächsten Tage von 3,35 ist einfach ein wichtiges Ziel, es ist ein wichtiges Target gewesen, quasi aus dieser Zone heraus, dass es sich jetzt hier erstmal stabilisieren kann. Ja, Dienstag vielleicht noch ein Tief setzt und dann erstmal eine Überholung übergeht, die dann durchaus bis 500 reichen kann. Von 500, 550 bis maximal 600. Also aus dem Bereich 500, 600. Ich gehe davon aus, dass man sich das mittlere Bollinger Band nochmal kurz im Abtipp-Modus abholt. Rechne ich dann schon damit, dass man sich nochmal nach unten gibt. Kleckerweise Stück für Stück auf die 12.112 vorarbeitet. Ja, die 12.112 wäre definitiv das nächste Ziel auf der unteren Seite. Nochmal diese Zone anlaufen, diese Kaufzone. Diesmal ist es aber keine Kaufzone mehr. Ja, die Kaufzone wird dann erst. Das muss ich mir aber noch überlegen, das möchte ich so noch nicht festgeben, 11.800 bis 11.900. Ja. Deswegen durchaus Potenzial da, hier noch weiter Risiko nach unten. Das ist einfach so, wir haben noch weiter Risiko nach unten. Wir befinden uns auch hier in einem momentanen Abwärtstrend, den wir hier seit 13.200 etabliert haben. Wir haben schon mal 1.000 Punkte nach unten gewischt bekommen, sind hier bis zwischen 61er und 76er jetzt auskonsolidiert die Bewegung und könnten nun eine weitere Abwärtsbewegung nach unten starten, die sich natürlich ein bisschen an der vorherigen orientiert. Und die hatte halt 1.000 Punkte zum Maßstab. Das heißt, 11.800 wäre hier folgerichtiges Ziel. Das ist einfach so. Ja, technisch gesehen durchaus ableitbar. Und dann stehen wir hier unten. Wenn wir da unten stehen, wären natürlich andere Zeiteinheiten dann schon ein bisschen gruseliger. Ja, und dann stellen wir auch schon fest, unser Allzeithoch haben wir das letzte Mal im Januar gesehen. Und dann sind wir schon im Oktober und dann sind wir schon ein ganzes Jahr ohne neue Hochs unterwegs gewesen und befinden uns somit in einer Korrektur. Oder vielleicht sogar schon in einem Crash. Das will ich jetzt so nicht sagen. Aber was mir wichtig ist, Ihnen mitzugeben, ja, auch wenn man erkennt, dass man in einem Crash ist, man wird es nie erkennen, ja, man darf sich nicht verrückt machen, nur weil der DAX hier mal untertreibt und hier unten rausgeht. Man darf nicht auf Biegen und Brechen versuchen, da jetzt unten groß mit dabei zu sein. Wir haben hier im Februar etwas gesehen, was sehr selten am Markt ist. Ja, auch in Crash-Phasen sieht man diese langen Entladung nicht immer. Und auch hier muss man sagen, wir hatten hier im Februar drei sehr starke Tage nach unten und dann kamen schon wieder richtig deutliche Gegenbewegungen. Ja, den ersten Tag hatten wir schon, das heißt, es ist durchaus vorstellbar, dass hier vielleicht nur noch ein Abwärtstag kommt und dann erstmal wieder eine Erholung geht. Und um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, weil ich spüre, dass die Leute sehen oder dass einige von ihnen sehen, der fällt.
Und der kann auch weiterfallen, weil wir eben vielleicht in einer Korrektur, auch in einer größeren Korrektur stecken können, auf übergeordneter Ebene, die dann auch Ziele unten hat, vielleicht bis 9.800 runter oder 10.800. Ja, davon will ich ja erstmal noch gar nicht sprechen. Aber ich glaube, dass sich viele da ein bisschen unter Druck setzen. Sie müssen unbedingt noch mit reinkommen. Und diesen Zahn möchte ich Ihnen kurz ziehen, indem wir einfach mal in ein Jahr zurückgehen, in dem der DAX nachweislich sich im Crash-Modus befand. Und ich habe jetzt hier, aber es ist völlig egal, die anderen Jahre sehen auch so aus, einfach mal den Crash von 2000 bis 2003 Ihnen rausgesucht. So, und jetzt gucken Sie mal auf die Bewegung. Ja, wenn Sie hier mit Panik, immer wenn der DAX unten unterm Band irgendwo mal kurz rausgelunzt hat, versucht haben, auf Krampf massiv Short aufzubauen, den Sie halten wollen, bis der Markt irgendwo bei 9.000 ist. Das werden Sie nicht hinkriegen. Das klappt nicht. Man schafft das nicht, weil der Markt auch immer wieder so weit zurückläuft, dass er einen immer wieder abholt. Ne? Und ich habe jetzt einfach mal hier quasi im Replay-Modus hier mal gestoppt. Wir sind jetzt 2001. Wir schreiben den 13.03.2001. Und ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen, wir sind jetzt einfach mal live dabei. Wir setzen uns jetzt zurück in diese Zeit und gehen jetzt einfach mal hier Tag für Tag durch und gucken, was passiert denn eigentlich? Wie verhält sich denn der Markt in einer solchen Bewegung? Ja, wir haben irgendwo einen Impuls, wir haben einen Abwärtsgap bekommen. Ja, das hatten wir vom Donnerstag auf den Freitag. Hatten eine lange rote Abwärtsbewegung. Und der Markt läuft dann weiter. Der Markt läuft dann weiter und drückt dann weitere Tiefs rein. Ja, er drückt weitere Tiefs rein und macht dann so einen richtig schönen, kräftigen Schlag. Kommt dann aber schon wieder langsam wieder zurück. Schiebt seitwärts zur Seite, kommt runter aufs Tief. Man könnte jetzt denken, jetzt muss ich unbedingt Short rein, um hier ganz tief zu kommen. Ja, und der Markt macht nochmal ein Tief. Er macht nochmal ein Tief. Und ich baue aus, ich halte, ich will unbedingt runter zu 4000. Und prompt, was sehe ich? Erdogan und Trump einigen sich. Ne? Nachdem es 2 Tage nach oben geballert ist, kommt plötzlich eine Nachricht rein. Jetzt ist alles gut, jetzt wird wieder alles gut und mir fliegen die ganzen Shorts einfach raus, ja, weil die Shorts, die ich hier über die Tage auf Krampf aufgebaut habe, ich habe die unten nicht realisiert. Ja, ich muss die unbedingt Short rein, weil ja der große Crash kommt. Wir befinden uns im großen Crash und was passiert aber? Der Markt kommt stark wieder zurückgerissen, sodass ich meine Shorts im Zweifel hier sogar auf Einstand abgefressen kriege. Aber selbst wenn ich nicht auf Einstand gehe, wenn ich sage, okay, dann setzen wir mal einen sinnvollen Stopp irgendwo, wo er uns jetzt nicht reizen kann und lassen einfach mal die Position noch laufen, weil wir sind ja mitten im Crash. Ich muss ja mit Short jetzt richtig Geld verdienen. Gucken wir uns jetzt mal an, was passiert. Ne? Wir lassen jetzt hier zum Beispiel die Shorts laufen, kriegen noch mal kurz das Gefühl, aha, gut, okay, der läuft ja noch, ja, wir sind noch im Abwärtstrend, alles gut, puh, okay, lasse laufen, hab vielleicht hier noch einen weiteren Short mit aufgebaut und dann kommt der Markt zurück. Er drückt sich weiter hoch, plötzlich sind wieder politische Themen interessant, Erdogan und so weiter, Einigung, der Währungskrieg plötzlich, Handelsstreit, alles vom Tisch, alles gut und auf einmal heißt es plötzlich wieder doch irgendeine Drohung und der Markt springt oben raus. Und jetzt, das ist so ein Niveau, da fliegen die ganzen Stops, weil ne, der Markt reißt jetzt plötzlich oben auch wieder raus. Ne, er macht hier dann das Gap zu. Er drückt sich hier oben raus und jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Tage, in denen der Markt eigentlich nur gestiegen ist. Und das, obwohl ich ja mit Krampf versucht habe, Short in die Bewegung aufzubauen. Und so, wir machen jetzt mal einfach hier einen Break, wir gehen mal ein bisschen schneller durch. Und so zieht sich das eben in so einem Crash von Woche zu Woche zu Woche zu Woche. Klar, man steht am Monatsende, man steht nach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monaten tiefer. Aber bitte, alles mit seiner Ruhe. Ja, es hat keinen Sinn, sich hier irgendwo reinzudrücken. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier neues Tief. Neues Tief, wenn der DAX wieder in eine Tieffolge übergeht, ist es ein Verkaufssignal, muss ich jetzt short. Da ist es tief. Jetzt massiv Short aufbauen, weil wir sind ja im Crash. Ne? Er hat jetzt wieder eine neue Tieffolge ausgebaut. Das Ding läuft nicht an, läuft nicht an. Jetzt rennt er zurück. Jetzt muss ich schon langsam gucken, was mache ich überhaupt noch mit meinem Stopp. Er kommt jetzt wieder, liegt aber immer noch so auf dem Einstandsniveau. Was macht man damit halt? Jetzt drückt er sich einfach hier zur Seite, geht hier ein bisschen auf den Wecker. Könnte man gegebenenfalls abschlagen, aber in der Regel will man ja auf die neuen Tiefs. Man will die neuen Tiefs mithaben und die bringt er noch nicht. Ja. Bringt er jetzt hier hinten?
aber auch wieder mit deutlichen Rücksetzern und dann kommen die Tiefs. Ja, und das sind so, ne, solche Phasen, der drückte immer wieder stark zurück, das sind immer wieder Rücksetzer drin. Und meiner Meinung nach ist es einfach besser in solchen Bewegungen. Auch hier sehen Sie das, da kommen dynamische Tiefs, da kommt mal richtig was, wo man sagt, jetzt muss man mal was halten. Und er kommt aber auch immer wieder zurück und drückt sich immer noch mal hoch. Und das sind ganz wenige Momente, in denen der Markt wirklich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage dann durchzieht, ohne große Rücksetzung. Und auch hier sehen Sie, wenn Sie unten den Absprung verpennen, läuft Ihnen das alles wieder auf einen Stand raus, selbst wenn Sie mitten im Crash, und wir sind immer noch 2000, das ist immer noch 2000, selbst wenn Sie mitten im Crash hier massiv Short halten und die nicht rauslösen, das fliegt Ihnen nach hinten immer wieder raus, weil der Markt immer, immer, immer wieder zurückläuft. Ja, und das ist 2007, 2008 nicht anders gewesen. Wir können da alle Charts irgendwo durchgehen, einfach mal ein bisschen durchgucken, wie verläuft sowas eigentlich, wie verläuft eine größere Marktkorrektur. Ne, wenn Sie mal gucken, der Markt hat jetzt aktuell von 8.000, da sind wir gestartet, schon bis 3.700 runtergerührt, und im Endeffekt war das die einzigste schöne, saubere Abwärtsbewegung, wo man wirklich mal über eine Woche mal Short richtig halten konnte. Ja, ansonsten immer wieder starke Rücksätze, und deswegen ist es meiner Meinung nach ratsamer, einfach kleine Brötchen zu backen. Eben Stück für Stück immer mal wieder was mitzunehmen, nicht darauf aus zu sein, diesen großen, mega, gigantischen Trade, der hat sich, hier sehen Sie jetzt neues Verkaufssignal, ne? Fallende Tiefs plötzlich wieder ausgebildet. Das muss nicht immer sein, dass der Markt das dann auch bringt. Der kann auch zum Beispiel jetzt wieder Neues hochsetzen. Das ist auch üblich in einer Crash-Phase. Einfach na, da kommt es doch schon. Sehen Sie, genau das habe ich gerade gesagt. Hier, ja, neues Tief gesetzt, Verkaufssignal. Verkaufssignal in einem Abwärtstrend, in einem Crash. Wir sind mitten im Crash. Ja, und der nimmt das Verkaufssignal nicht an, der drückt wieder hoch. Ja, und was will ich Ihnen jetzt sagen nach dieser langen Geschichte hier? Machen Sie immer mit der Ruhe. Ja, nichts überstürzen, nicht Hals über Kopf irgendwo versuchen, hier auf Teufel komm raus, irgendwo Positionen mit reinzufahren. Alles mit seiner Ruhe. Schauen Sie sich den an, wie er sich bewegt, wie er kommt, in aller Ruhe. Und versuchen Sie einfach die einzelnen Etappen mitzunehmen. Stück für Stück, von Ziel zu Ziel, von Widerstand, von Rücklaufzone und so weiter. So würde ich persönlich vorgehen. Ja. Das ist mir nochmal wichtig, weil ich gefühlt einfach da viel, viel Unruhe wahrnehme. Man wird so geil jetzt, größere Bewegungen nach unten handeln zu wollen. Das klappt erfahrungsgemäß einfach nicht. Ja, das ist hoch zu ja nicht anders. Ja, irgendwann steht man da, der Markt ist dann von 13.600 gefallen auf 7.000. Ja, man steht da und sagt sich, okay, der fällt auch noch bis 5.000, dann kommt eine Flagge hoch, er steht plötzlich bei 8,5, dann bricht er dynamisch nach unten, man denkt, der Trend geht jetzt noch weiter, plötzlich steht er bei 10.000 und man sagt sich, hey, warte mal, eigentlich wolltest du unten am Tief schön eine Long-Pyramide aufbauen, um eben nach dem großen Crash die großen Positionen dabei zu haben, aber was war, man hat immer auf das neue Tief gewartet. Deswegen gar nicht so auf diese großen Bewegungen fokussieren, sondern wirklich versuchen, Stück für Stück mitzumachen. Okay? Gut. Das war mir nur nochmal wichtig mitzugeben. Also nichts überstürzen, Ruhe bewahren, einfach die Zonen und die Marken abwarten. Und wenn mal ein Tag dabei ist, der ein bisschen querschießt, dann den einfach mal auslassen und sich wirklich auf die wichtigen charttechnischen Punkte einfach konzentrieren. Ich denke, das ist wesentlich erfolgreicher, wie wenn man hier auf Teufel komm raus versucht, etwas zu erzwingen, was der Markt so gar nicht üblicherweise geben möchte. No? Gut, alles klar. Dann war das jetzt hier wieder ein sehr umfangreiches Video. Aber ja, ich denke trotzdem, dass es wichtig war, dass es vielleicht auch mal den einen oder anderen ein bisschen ja, was in den Kopf gibt, wie man vielleicht sich in so einer Phase verhalten kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass unser DAX das Allzeithoch bei 13.600 dieses Jahr nicht mehr sieht. Vielleicht auch sogar nächstes Jahr nicht sieht und dass man durchaus noch mal deutlicher unter die 12.000 geht und auch vielleicht noch die 11.500 sieht und vielleicht sogar auch noch mehr. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das innerhalb von 10 Tagen darunter schmiert. Ne? Das wird ein ewiger Prozess. Und auf untergeordneter Ebene wieder mit ganz vielen Mustern, die nach oben zeigen, dann wieder was nach unten zeigt. Hin und her, hin und her, hin und her. Stück für Stück einfach ein bisschen runterschieben. Gut, alles klar. Das soll es dann soweit auch von mir sein. Wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.